Moin, moin und so. So, wir wollten mal so gucken hier. Komme ich wieder auf eine komische Taste. Was passiert, wenn man in OBS die Escape-Taste drückt? Hoffentlich nichts Schlimmes. Die Aufnahme scheint ja noch zu laufen. Ich habe keine Ahnung. So, hier drunter, hier haben wir doch massig Zuckersand abgebaut. Gibt es davon noch Spuren? Oder war es hier hinten? Stimmt, da war's. Genau, hier ist sogar das Loch. Hier ist sogar noch so ein. Auch das Loch. Ja, hier sind wir zu Hause. So, jetzt muss man jetzt kurz gucken. What the hell? Aber wo sind wir hier? So, das Ganze geht also bis da hinten. Wie weit ist das vom Haus entfernt? Oh, super weit. Okay, das heißt, wir haben actually doch ganz schön viel Platz da unten. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, wir können hier noch echt weit reinbauen. Die Frage ist, brauchen wir den Platz eigentlich? Oder machen wir denn damit den Raum nicht einfach nur viel zu groß? Ich mein, der ist so schon sehr, sehr groß, aber wir brauchen halt auch Platz, ne? Weil du kannst zwei Pipes halt zum Beispiel nicht direkt ineinander bauen, weil sonst verbinden die sich halt. Das heißt, wenn wir hier mit mehreren Pipes arbeiten wollen, das müssen wir wahrscheinlich, da brauchen wir zwischen immer eine Lücke frei. Und hier haben wir jetzt gerade mal eine Breite von 7. Das heißt, hier kriegen wir. Ach, nicht mal. Boah, Alter. Machen wir es das breit oder nicht? Ich bin mir so unschlüssig. Ich würde mal sagen, so lange, bis wir hier oben auf Hindernisse kommen. Zum Beispiel den Scheiß Zuckersand hier. Ich wollte sie mal weg. Zuckersand braucht hier eine Sau. Ja, wir haben massig Platz. Guck mal, wie viel Platz wir haben. Oh, jetzt kommen wir langsam in den Bereich. Oha. Ah, okay. Okay. Mal hier durch. So, das heißt, da hinten ist tatsächlich Wasser. Was ist denn da für ein Wasser? Ich habe absolut keinen Plan, was ich gerade mache. Ich baue es hier einfach gerade großflächig ab. In der Hoffnung, dass ich mir ungefähr ausmalen kann, wie viel Platz wir hier haben. Na, also, wenn jetzt irgendjemand denkt, ich habe von irgendwas auch nur irgendeine Idee, Junge, erschieß dich. Also, noch weiter von der Realität kannst du gar nicht entfernt sein. So. No. Es geht nicht. So. Apropos, ich mache mal hier eine Fackel hin. So. Wir haben hierhin echt viel Platz, actually. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss laufen. Ich muss was essen. Muss zum Beete laufen. Muss Blaubeeren essen. Das ist das Schöne bei den Blaubeeren. Sobald du Blaubeeren hast, hast halt nie wieder Hunger. Weil du kannst halt. Bis du das nächste Mal Hunger hast, ist wieder alles nachgewachsen. Das schon geil. Das schon echt geil. Ja, ich weiß, es ist eine ganz schön einseitige Ernährung gerade wieder, aber egal, ich muss mich gerade aufs Bauen konzentrieren. Da kann ich nicht auch noch nachdenken, ob wir uns das Spiegelei machen oder lieber
Ich wollte gerade Rosé sagen, aber Rosé ist ja Getränk. Wo waren wir jetzt gerade? Da oben. So. Das heißt, wir haben hier den Gesamtbereich, den wir nutzen könnten. Ja, wir können den gesamten Bereich hinten lang ziehen. Boah, die Frage ist natürlich, wollen wir das? Ja. Bis hier geht der Raum, das heißt, wir können den Raum bis hier hinten problemlos erweitern. Das wäre ein riesiger Raum. Tut uns das Schaden? Ich meine, klar, wir brauchen natürlich, wenn wir hier ordentliche Wände einziehen wollen, massenhaft von diesen Stone Bricks. Aber andererseits, ganz ehrlich, wenn wir irgendwas genug haben, dann Stein. So. Ist also technisch kein Problem. Ich sollte vielleicht eher oben anfangen abzubauen und nicht von unten. Achso, siehst du? Genau, da muss ich noch gucken. Wie war das? Wenn ich jetzt nur noch eins nach oben baue, komme ich bereits in den Weg rein, ne? Genau. Da oben ist schon Holz. Das heißt, das ist die letzte Bodenschicht. Das heißt, die darf ich nicht abnehmen. Wegnehmen. Oder? Nee, das Holz ist doch im Boden drinne. Oder liegt es auf? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Muss ich mal ganz kurz gucken. Das Holz. Genau, das Holz ist im Boden drinne. Ja. Ach so. Ah gut, aber hier ist wieder Wasser. Mhm. Ja. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich die Holzschicht plus die Erdschicht darunter muss ich lassen. Ansonsten habe ich nämlich Wassereinbruch. Also, ich kann hier lang. Was ist das hoch, Alter? Holy shit. Das ist so hoch. Der Raum wird so riesig. Das heißt, genau, die Sandschicht muss bleiben. Bis dahin kann ich aber alles abbauen. Her. Da soll doch an der Stelle jetzt gar kein Wasser kommen. Aus, Ende. Nein, lass mir eine Fackel ruhe. Bitte, Junge. Wo kommt da jetzt das Wasser her? Bin ich doch so ein Tief gerade gekommen? Oh, ja, bin ich. Das ist schon die Sandschicht, die wir nicht anfassen dürfen. Ups. Ja, siehst du, sag ich ja. Sobald wir da anfassen, haben wir Durchbruch. Müsste natürlich ganz schnell wieder... Warte mal kurz, das ist die 5. Aha! Oh, meine Schippe ist schon fast kaputt. Nein! Oh, leg mich doch am Arsch. Die Schippe ist zu schnell. Doch, ernsthaft? Nein, meine schöne Fackel. Ich will nicht runterfließen. Oh, hier ist ja noch eine Fackel. Warum so dunkel hier? So und so. Alter. Oh, wow. Kutschikutschiku. Hat sich ausgekutschiert hier. So, wollen wir mal kurz hier meine Werkzeuge reparieren. Konnte ich meine Werkzeuge auch hier reparieren? Nee, ne? Das war nur für diese komischen Technikwerkzeuge, ne? Wir brauchen hiervon noch mehr. Noch viel mehr. Kann ich da einfach alle Werkzeuge reinballern? Und wenn ich sie brauche, nehme ich sie alle wieder raus. I don't know. Und man merkt, es ist Sommer, die ersten Mücken fliegen rum. Ja. Cool. Da brauche ich ja das Ding da hinten gar nicht mehr. Das Ding ist jetzt völlig überflüssig. Lol. Naja. Relikt vergessener Zeiten. Genauso wie die ganze LV-Anlage da war.
Wir sind jetzt Technics, Baby. Ich meine, ich persönlich bin sogar froh, wenn die Anlage unten weg ist, weil dieser Lärmpegel, der ist halt schon scheiße. Von daher wäre ich persönlich schon fast dafür, die Anlage hier unten einfach abzubauen. So, weil MV, Spannung, Strom, haben wir halt mehr als genug so. Da werden wir niemals mehr brauchen. Oder? Ich meine, auf der anderen Seite, unsere Solaranlage ist ja nicht mal ausgebaut. So, die ist ja gerade mal zum Drittel oder so. Wie viel haben wir? Wir haben... Ach nee, die ist schon relativ weit ausgebaut. Ach, wir haben ja schon 3x3. Oh, okay, okay. Das heißt, wir haben jetzt 9 und wir können auf 25 gehen. Also haben wir nicht mal die Hälfte erreicht. Also wir haben noch Reserve drin auf jeden Fall. Aber wie gesagt, andererseits, wir haben halt so viel MV-Energie, die wir halt nie im Leben brauchen. So. Auch wenn wir mal doch ein bisschen mehr Energie brauchen, haben wir hier die Batterien zum Puffern. So, also... Das sollte alles passen. Da muss man sich erstmal noch keinen Kopf machen. So, wie sieht es jetzt hier eigentlich aus? Du bist weit unterfordert. Du bist auch völlig unterfordert. Und hier läuft alles außer die letzten beiden. Das heißt, wir brauchen noch nur 3. Ich wurde belogen. Wir brauchen gar nicht 5. Aber na komm. Ja, und hier... Das Ding fühlt sich auch überhaupt nicht mehr, weil die gesamte Anlage unterfordert ist. Oh. Aus da. Ja. Ich meine ganz ehrlich, wir könnten hier hinten noch ein weiteres reinbauen, ne? Also, ist alles da. Wir haben Lava, wir haben Wasser, wir haben noch so einen Nordbreaker. Wäre alles da. Wir können sogar noch hier vorne hinsetzen. Wobei, nee, können wir nicht. Da muss das Glas... Nee, ja, hier vorne wäre schwieriger. Hier hinten können wir problemlos erweitern um 1. Müssen wir mal gucken. Wenn die beiden weiterhin komplett ungenutzt bleiben, dann können wir überlegen, ob wir noch einen dritten hinpacken. I don't know. Ja. Wo war ich jetzt? Hier war ich jetzt. Ach nee, genau. Ich war dabei, meine Werkzeuge zu reparieren. Dankeschön. Ja, sehr geil. Gut, ich gucke noch gleich mal kurz wegen Stein, weil wir brauchen tatsächlich eine ganze Menge von diesen Kacksteinen. Wir haben gerade mal 51.000. Ich glaube fast, das wird nicht reichen. Das war ein Witz. Haha. So, dann schmeißen wir mal die ganzen Öfen mal an. Und selbst so kriegen wir die Anlage nicht mal annähernd ausgelastet. Ne, gerade mal zur Hälfte. Oh, wobei, oh. Ja. Hä, wieso schwankt das? Ach so, ja, und die Anlage, klar. Die Anlage unten, die schwankt natürlich. Weil ja hier nicht alle Geräte dauerhaft laufen. Ja, siehst du, also da ist mehr als genug Reserve drin. Ich glaube nicht, dass wir die Anlage groß erweitern müssen. Da ist so viel, wie gesagt, wir haben ja hier noch zum kurzzeitigen Ausgleich, haben wir hier auch noch die Powerbanks. Das, ganz ehrlich, Leute, versucht mal nachzudenken. Ach ja, die guten alten Internetzeiten. Wo war das überhaupt? Versucht mal nachzudenken. Alles nee, das war nicht Alplali. Ach hier, dieser Kurono. Wurde das aus? Wie ist der? Kuro oder Koro? Kurono? Na, dieser Typ, der auf YouTube die ganzen Anime-Sachen da gemacht hat damals. Also ich weiß nicht, ob das immer noch macht. Hab schon lange nicht mehr von ihm gehört. Keine Ahnung, ob deswegen wohl es ihm nicht mehr gibt. Oder weil der YouTube-Logarithmus mir einfach nur nichts mehr vorschlägt. Hier ist sogar noch Eisen drin. What the fuck ist denn hier los? Ja.
Auf jeden Fall hat der mal so ein ultra super emotionales Video gemacht und dann war da so: Leute, versucht nachzudenken. Und da seitdem ist das halt so ein Internet-Meme. Ja. So schnell kann sowas passieren. Gut, wir haben jetzt hier massig. Ich nehme überall mal schon mal ein Stack raus. Das war der falsche Stack. Egal. So, auf jeden Fall sollten wir jetzt mehr als genug dafür haben, um jetzt hier den gesamten Raum auszukleiden. Wobei ich jetzt immer noch nicht weiß, wie hoch, wie. Ach so, eben, der Raum ist höher, ne? Und eben, mehr Sand kann ich hier nicht abtragen. Andererseits wäre es fast egal. Naja, wäre es egal? Das ist halt die Frage. Oder ich habe einfach so eine Stufe im Dach. Frage ist, ja genau, hier ist direkt. Das heißt, die Steine müssen auf der Höhe ran. Dann muss ich also auf der Höhe erstmal zumachen. Das hat jetzt nicht besonders geklappt. Das hat auch nicht besonders geklappt. Das ist alles scheiße. Wo ist meine Axt? Ach, die ist immer noch in der Werkbank drin. Kacke. Oh Gott. Kann der Ding hier nicht mal weg? Das ist gerade so ein bisschen im Weg. So, meine Axt. Ich brauche meine Axt. Oha, guck mal. Siehst du, wenn ihr den verwendet. Holla, die Waldfee. Ja, damit. So, dann gehen wir mal hierher alles. Und ich bin voll. Scheiß jemand an. Eigentlich bräuchte ich mal so eine Müllkiste. Einfach so eine Schnellentladungskiste oder sowas, wo man einfach Stuff reinschmeißen kann. Und das Problem ist, sobald wir einmal mit sowas anfangen, wird die Kiste halt einfach immer nur noch voll werden und nie wieder ausgeräumt werden. So. Hallo? Danke. Ja, wir müssen erstmal ausräumen. Das funktioniert ja gerade nicht. Wir brauchen mehr Space in der Hood. Ja, das heißt, du kannst weg und du kannst weg. Knochen. Wo hat wir den Knochen gehabt? Waren hier Knochen drinnen? Nee. Knochen, wo haben wir denn Knochen, bitte? Achso, aber direkt immer zu Bäumen verarbeitet. Na gut, ich schmeiß die trotzdem erstmal so rein. Scheiß was drauf. So, und jetzt müssen wir jetzt gucken hier. Ich brauch mal kurz. Platz im Inventar. So, das heißt weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ach, hier haben wir Knochen. Ah. Okay. So, jetzt müssen wir schon ein bisschen leerer sein. Genau, sehr gut. Ja, so sieht es besser aus. So, dann. Die ganzen Batterien und so brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Das heißt, die schmeiße ich auch erstmal oben rein. Wer zum Fick nennt sich bitte Syslog? Kick Syslog. Sorry, aber solche Namen brauche ich hier auf dem Server definitiv nicht.
Na, also Spieler, die sich jetzt irgendwelche technischen Namen geben, also die vermuten lassen, dass sie irgendwelche Dienste im Spiel sind, also weiß nicht. Wenn sich jemand sowas nennt wie Moderator oder Syslog oder System oder weiß nicht, Administrator, solche Leute werden direkt gekickt. Sorry, da kenne ich gar nichts. So. Das ist einfach False Advertising, da kenne ich nichts. Er ist kein Syslog, der Server hat kein Syslog, also der Laptop schon, aber das ist nicht er. Ne, ne, da, sorry. Selbst wenn er es witzig meint, nope. Ich meine, selbst ich hatte schon mal so eine Phase, da habe ich mich den Localhost genannt. Ich glaube, das steht sogar noch irgendwo im Forum drinne. Weiß ich gar nicht. Was, warte mal. Ist das nicht der Baum immer? Ist der so laut? Ich muss mal so kurz. Ich muss da mal kurz rausgehen. Gut, hier ist auch diverser Stuff, sehe ich gerade. Interessant, aber. Da ist was ja alles für ein Scheiß drin. Wir haben gerade erst aufgeräumt. Aber es scheint zu funktionieren. 36 mal Holz. Das Ding sieht zwar ultra scheiße aus. Aber wenn wir irgendwo ganz weit versteckt, wo es keiner sieht, einfach von diesem Konstrukt so 5 mal 5 Stück aufbauen, haben wir ordentlich Holz. Vor der Hütte. If you know what I mean. Ja, geil. Gut, dass hier dieser Scheiß drin ist, das Linier ist nicht so geil. Das hier alles, oh Gott, Alter. Ja, das ist halt wirklich das Problem bei diesen Vakuum-Tubes. Ja. Dass die halt haufenweise Scheiße einsammeln, die sie eigentlich gar nicht einsammeln sollen. Das ist natürlich ein bisschen blöd vielleicht. Naja, naja. Naja. Dann muss ich mal kurz überlegen, wo war ich gerade? Genau, hier unten bei dem Raum. Alter, ich bin halt schon wieder voll. Das gibt's doch ja nicht. Dieses Inventarmanagement, das ist so eine Grütze. Hier, weg damit. Du auch. So, du kommst nach da. Wobei eine CNC-Maschine, also die ganzen Maschinen. Die würde ich schon eigentlich gerne in die andere Kiste schmeißen. Was ist denn hier noch? Switch. Die können eigentlich alle, das gehört eigentlich alles in die Kiste. In die Kiste, aber die ist halt auch schon voll. Scheiß die Wand an. Fuck my life. Gut, wir brauchen später noch eine weitere Kiste. Ich packe erstmal wieder alles hier rein. Wir brauchen später noch eine Kiste für so Gerätschaften, die so anfallen. Weil irgendjemand die Geräte mal wieder neu baut, statt zu gucken, ob wir die vielleicht schon haben. Ich weiß gar nicht, wer damit gemeint sein könnte. Ah, schwierig. Jetzt muss man so also gucken hier. Also Kohle kommt nach da. Sieht so total übersichtlich aus. Let's go. So, jetzt. Achso. Ich nehme kurz mal ein paar Fackeln mit und leuchte mal den Raum ein bisschen aus. Da kriegst du ja die Krise. Es also immer so dunkel ist. Haben wir keine Fackeln mehr? Daher? Oder haben wir die unten in der Werkzeugkiste? Wow. Wir haben keine Fackeln mehr. Gut, dann müssen wir mal schnell welche bauen. Gut. Ach doch, da haben wir welche. 80 Stück. Habe ich hier nicht geguckt gehabt? Leute, siehste, ich wollte gerade schon wieder massig fackeln. Es ist halt immer das Gleiche, Leute. Es ist halt immer das Gleiche. Minischen. Aber hier ist nämlich relativ dunkel drin, ne? Und das ist halt zum Bauen ein bisschen blöd. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen großzügig ein paar Fackeln hin. Die meisten fallen davon eh viel später wieder runter, wenn wir irgendwelche Sachen bauen. So, was ich nämlich gerne machen würde aktuell ist, dass wir hier eine Wand reinziehen
Und dann das hier quasi so als Ecke, dass der Raum hier etwas tiefer ist als hier. Weil hier brauchen wir volle Höhe, damit wir hier hinten an die Wand ran können. Weil die Wand ist ja dann später die Wand, wo die ganzen Door drin sind. Also. Die Dinger hier. Und die müssen natürlich von hinten erreichbar sein. Das heißt, hier brauchen wir die volle Höhe. Hier können wir aber nicht so hoch bauen, weil da hinten ist Wasser. Und das Haus. Deswegen müssen wir hier erstmal so eine kleine Stufe reinbauen, damit das praktikabel praktiziert werden kann. So. Dann bauen wir das doch mal hin. Ja, das sieht ja gut aus. Genau. So, und das geht nämlich hier hinten als Dach weiter. Und jetzt ist die Frage, wie weit wollen wir diesen Raum nach hinten erweitern? Ich habe halt absolut keine Vorstellung. Ich muss mir aber irgendein Ziel setzen, nicht, dass der Raum einfach viel zu groß wird. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn wir den Raum einfach massig groß machen, so. Ich meine, auf der einen Seite, ja, wir haben massig Stein, also hier massig von dem Zeug zu machen, ist kein Problem. Vor allen Dingen bauen wir hier auch Stein ab währenddessen, also auch das ist kein Problem. Aber wir gehen einfach bis hier. So bis, ne, da hier, da ist so Sand. Also gut. Wie sieht's denn hier draußen aus? So, wie sieht's? Okay, also wir können locker bis hier hinten hingehen. Warum muss es jetzt eigentlich gerade Tag, Nacht sein? Gut. Wir gehen einfach bis hier hinten hin. So, macht keinen Sinn, aber ist schön. So, das heißt, hier auf die Breite müssen wir. Ach halt, ich stelle nicht den falsch. Hier müssen die Steine hin. So. Ich mache den ganzen Boden kaputt. Wächst das Gras da überhaupt wieder neu, wenn ich das einfach Sand hinmache? Nee, ne? Bestimmt nicht. Oh, nicht runterfallen. So, das heißt, die Steine müssen wieder weg. Und die müssen hier hin. Verdammt. Ey. So, jetzt wird es natürlich wieder dunkel drin, ne? Ich meine, das Schöne ist, obwohl hier ist noch genug Licht. Weil auch die Fackeln, die runterfallen, solange wie die Fackeln noch als Items hier rumfliegen, produzieren sie trotzdem noch Licht. Das ist ganz praktisch. So, und hier gehen wir jetzt bis auf die Ebene, genau. Wobei, wir können eigentlich sogar bis hinten rangehen. Ja, machen wir auch. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Wobei, wird schwierig, weil da oben sind halt diverse Sachen.
Vielleicht machen wir den Raum sogar eins schmaler, dass wir hier auf der Ebene die Wand reinziehen. Der wird der Raum zwar so wieder kleiner. Bringt uns das Nachteile? Ach, kann ich wieder nicht rennen. Ah, Mann. Weil die Dwarva hätte ich. Wollen wir die Dwarva bis hier an den Rand machen? Ach, ich muss jetzt noch was essen. Okay, wir machen jetzt mal. Nee, komm, erstmal was essen hier. Ach, Scheiße. Immer das Verhungern. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh, er ist nicht nachgewachsen. So, es Nacht ist, vielleicht deswegen. Eine Kammer, zwei Felder. Ja. Bis zur nächsten Folge.